Jo. Ich möchte mal probieren, wie man eine digitale Spiegelreflexkamera mit einem Spiegelteleskop verbinden kann, damit man mal die Sterne oder den Mond oder was, irgendwas ganz weit weg dadurch fotografieren kann. Dazu habe ich mir erstmal so einen sogenannten T2-Adapter, der an meine Kamera ranpasst. Das ist eine Canon EOS 600D gekauft. Dazu den entsprechenden Adapter für mit 1,25 Zoll für den Okularanschluss am Teleskop. Dann habe ich nach einigen Versuchen rausgekriegt, ich brauche hier noch so eine sogenannte Barlow-Linse. Ist das jedenfalls? Warum ich die brauche, weiß ich gar nicht. Vielleicht kann das der geneigte Spezialist mal in die Kommentare schreiben, aber ohne funktioniert es definitiv nicht. Dann kriege ich nämlich das alles nicht scharf gestellt. Der wird da auch noch drauf gesteckt. So, das können wir erstmal noch drauf lassen. Ach, kleine Anekdote. Ich habe das schon ausprobiert vor ein paar Tagen. Das ging eigentlich ganz gut, aber nachts wollte ich das mal eben mit ein, zwei Sternen probieren und versuche alles Mögliche 2 Stunden lang und habe kein Ergebnis. Der Bildschirm war nur schwarz. Warum? Weil diese Kappe noch da drauf war. Aber das nochmal am Rande und dann hatte ich auch keine Lust mehr, weil ich normalerweise ein bisschen früher ins Bettchen gehe als nachts um 1 im Juni. Ne. Jetzt. Ich mache die erstmal nochmal rauf, ne? Ich hoffe, ich vergesse die nachher nicht. So. Zu den Einstellungen. Jetzt mal rein theoretisch. Sollte ich ja die Blende komplett offen lassen und dann auf Zeitautomatik die Belichtungszeit einstellen lassen. Da die Blende ja bei dem Teleskop sowieso fest ist, sollte das funktionieren. Dann als Messfeld würde ich jetzt einfach mal Spot, nur ein Spot in der Mitte ein. Geben. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also, ich mache mal kurz zurück. Vielleicht die nochmal ausmachen oder nochmal an. Was ist los? So, okay. Hier ist der Bildschirm. Also, AV habe ich eingestellt. Das sieht man ja da. Wenn ich jetzt hier rauf drücke, dann kann ich. Einzelbild lassen wir und Messmethode lassen wir auch den Spot. Also Original ist, glaube ich, Messfeldmessung eingetragen. Selektivmessung brauchen wir nicht Spotwert. Wir wollen genau da, wo wir in der Mitte drauf gucken, scharf haben. Also klicke ich das mal. Die ISO-Zahl ist auf 6400 eingestellt. Für nachts okay, aber wir probieren es jetzt mal am Tag. Ich mache mal auf 400. Und so lassen wir erstmal die Einstellung und probieren das gleich mal aus. Das ist das Teleskop. Ist also ein klassisches Spiegelteleskop. Sicherlich kein High-End, aber ich bin auch kein Profi von Omegon. Die Brennweite. Keine Ahnung, steht das hier irgendwo? 750 mm Brennweite, wie es aussieht. Und 150, ja, keine Ahnung, was das ist. Gut, damit probieren wir das jetzt mal. Also der Plan ist ja noch Tag, ne? Sieht man ja vielleicht. Da hinten, da steht so ein Strommast. Und da wollen wir mal anvisieren. Als allererstes versuche ich das einfach mal mit einem normalen Okular durchzuschauen und zu sehen, ob ich da das scharf kriege, ob sich das lohnt. Und dann mit der Kamera.
günstig eingestellt, die hier ungefähr 2,50 Meter groß sind. Durch das Okular gestochen scharf. Wenn alles gut geht, nehmen wir gleich ein Foto. Ganz wichtig, Kappe ab. Ich glaube, dieser Mast ist bestimmt 500 Meter weg. Oh, jetzt spiegelt sich mein T-Shirt, das ist ja auch toll. Und man kann tatsächlich... Oh, rausgegangen. Was spiegelt sich denn da? Also auf dem Monitor von der Kamera ist das wirklich gestochen scharf. Ich mach mal ein Bild. Ach, genau, das will ich noch ausprobieren. Das ist tatsächlich ein Foto. Ist ja witzig. Kann man mein T-Shirt. Wie auch immer. Steht Riffraff drauf. Ich probiere das nochmal mit der Fernbedienung. Eine gute Idee, weil beim Auslöser wackelt man das Ding ganz schön. Gut aus. Sieht gut aus. Jetzt die Mastspitze tatsächlich. Zu spät. Dann bin ich wirklich mal aus. Wackeln. Und schnapp. Und siehe da. Ist die Mastspitze von diesem Mast. Da ganz hinten, unfassbar. Okay, scheint zu funktionieren. Als nächstes Mal, wenn sich der Mond zeigt, werde ich den mal fotografieren damit. Bis dann.